أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wir führen weiter die Unterrichtsreihe fort über die Geschichten der besten Menschen, die in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sie erzogen und niemand anderes. Und es würde reichen zu sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat jemanden erzogen. Und sie waren Vorbilder für die gesamte muslimische Nation. Aber leider in der heutigen Zeit haben die Menschen diese Vorbilder eingetauscht gegen andere sogenannte Vorbilder, die bei Allah keine Vorbilder sind, die ein Leben der Höllenbewohner leben, liebe Geschwister. Und wir Muslime, wir müssen sehr aufpassen, wen wir uns zum Vorbild nehmen. Denn ein Muslim darf niemand anderes lieben, außer dass seine Liebe zu ihm für Allah ist. Wenn du eine andere Person liebst, die Allah Azza wa Jal nicht anbetet, die Allah Azza wa Jal nicht ehrt, die Allah Azza wa Jal nicht gewaltig macht, welche Art von Liebe soll das zu ihm sein? Ist dir diese Liebe erlaubt? Und wenn wir sehen, wie Schauspieler verehrt werden, auch von den Muslimen, die Wallahi die Muslime nicht näher zu Allah subhanahu wa ta'ala bringen, sondern weiter weg, indem wir sehen, dass diese Leute im Fernsehen Alkohol trinken, Unzucht begehen und das Schändliche tun, liebe Geschwister, und trotzdem lieben die Muslime diese Leute. Dieses ist ein Zeichen dafür, dass dein Iman nicht so ist, wie er sein sollte. Möge Allah Azza wa Jal uns recht leiten. Du liebst, was Allah liebt, und du liebst nicht, was Allah nicht liebt. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns in einer gewaltigen Überlieferung, liebe Geschwister, dass deine Liebe nur für Allah sein darf und dein Hass ebenfalls nur für Allah Azza wa Jal sein. Wenn du so lebst, dann hast du den stärksten Iman. Möge Allah uns einen festen Glauben geben. Wallahi, und das ist das, was dich befestigt in deinem Leben, bis du zum Ende kommst und dann Malik al-Maut kommt, der Todesengel. Und er nimmt deine Seele in einen Zustand, wo du Allah Azza wa Jal gegenüber nicht ungehorsam warst. Willst du Robert De Niro lieben? Willst du Al Pacino lieben? Willst du Van Damme und Van Klam lieben? Welche Liebe ist das? Zu wem? Und für wen? Für Allah. Wenn man dich fragt, warum liebst du diese Leute? Willst du uns dann die Antwort geben, weil sie Gauner sind? Ist das der Grund, warum du sie liebst? Wenn wir die Sahaba erwähnen und ihre Geschichten erzählen, dann sagen wir lieben sie für Allah, weil sie am meisten für Allah Azza wa Jal geopfert haben. Ihre Seelen, ihr Geld und alles, was sie im Leben besaßen. Es hat ihnen nichts ausgemacht, etwas zu geben für Allah Azza wa Jal, was sie besessen haben. Warum? Weil sie Allah Azza wa Jal an erster Stelle getan haben, was wir leider in unserer heutigen Zeit nicht mehr tun. Wallahi, wir lieben alles andere außer Allah. Die Liebe zu Allah ist nur mit den Worten präsent. Wir sagen, wir lieben Allah. Und wir sagen, wir lieben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber was ist dein Beweis für diese Liebe? Dein Beweis müssen einzig und alleine deine Taten sein. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wen? Dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lieben wird euch dann Allah, wenn ihr dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Lieben wird euch dann Allah. Und nicht nur das, ein Ergebnis dafür, dass Allah euch liebt, und er wird euch eure Sünden vergeben.
Und was brauchst du am Tage der Auferstehung, um ins Paradies zu kommen, um in das Paradies einzugehen? Dass Allah Azza wa Jal dir deine Sünden vergibt. Möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Aus keinem anderen Grund, liebe Geschwister, sitzen wir hier, damit wir von den Besten lernen. Diejenigen, die den Propheten Muhammad SAW wie ein Adler beobachtet haben. Kennt ihr einen Adler, wenn er im Anflug ist? Warum? Weil er etwas gesehen hat. Aus einer entfernten Reichweite hat er sein Objekt gesehen und dann fliegt er auf es zu. Warum? Weil er es die gesamte Zeit beobachtet hat, liebe Geschwister. Und so müssen wir sein, dass wir zu denjenigen gehören, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Schritt und Tritt folgen wollen. Und die nichts anderes interessiert als, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Leben gehandelt. Wenn du das lernst und danach lebst, wallahi, dann bist du ein wahrer Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hört diese Ayah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. An diesem Tag, am Tage der Auferstehung, wird Allah nicht den Propheten und diejenigen, die mit ihm sind, seine Anhänger. An diesem Tag wird Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm sind, nicht in Schande stürzen, nicht bestrafen. Nuruhum yasa bayna aydi. Licht wird sie völlig umgeben. Warum? Du hast hier das Licht der Finsternis verlassen. Durch was? Durch die Befolgung deines Propheten Muhammad SAW. Deswegen bist du von der Finsternis zum Licht gekehrt. Und plötzlich sieht dein Leben ganz anders aus, als es vorher war. Obwohl du vorher Dinge gemacht hast, wo du dachtest, ich werde diese Dinge niemals aufgeben können, so hat Allah Azza wa Jal dein Herz gedreht und diese Dinge, die schlecht waren, die du früher in deinem Leben gemacht hast, Allah hat sie umgewandelt in Gehorsamkeiten gegenüber ihm. Warum? Als eine Gnade von Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diejenigen, die bereuen, Allah sagt, das sind diejenigen, denen Allah ihre Sünden in gute Taten umwandeln wird. Bist du zum Islam gekommen mit Millionen von Sünden? Wallahi, sei dir sicher, Allah wandelt sie um zu guten Taten. Aber sag nicht, Alhamdulillah, habe ich früher viele Sünden gemacht, weil seit sind sie gute Taten. Nein, nein, denk nicht so. Denn Allah liebt das Gute, liebe Geschwister. Aber trotzdem, Allah macht dir ein Willkommensgeschenk. Komm her, mein Diener. Du hast dich jetzt entschlossen, Muslim zu werden, aber ein bewusster Muslim, einer, der weiß, was Islam bedeutet und einer, der nach Islam lebt. Du hast dich jetzt entschlossen, mein Diener, ein Muslim zu sein. Hier hast du ein großes Geschenk von mir. Allah hat deine Sünden zu guten Taten umgewandelt. Warum? Weil Allah Azza wa Jal dankbar ist. Allahu Akbar. Allah ist dankbar für eine Tat, für eine kleine Tat, die du machst. Allah Azza wa Jal, er dankt dir vielfach dafür. Denn er möchte, dass du ins Paradies gehst. Denn Allah weiß, dass wir weniger gute Taten als schlechte Taten machen. Und deswegen hat er uns die guten Taten vervielfacht. Wie viel kriegen wir für eine gute Tat? Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na? Von 10 bis 600. Von 10 bis zum 700-fachen. Mit anderen Worten, du siehst einen kleinen Gegenstand auf der Straße. Etwas Schädliches, was die Muslime auf dem Weg verletzen könnte. Einen kleinen Splitter von einer Glasflasche. Du räumst den zur Seite, so dass er nicht mehr auf dem Weg liegt, liebe Geschwister. Subhanallah, für diese kleine Tat, die du gemacht hast, Allah Azza wa Jal vergibt dir die Sünden dafür. Ein Mann, so berichtet uns Imam al-Bukhari, rahimullah ta'ala, er hat etwas Schädliches vom Boden aufgehoben, so hat Allah ihm vergeben und ihn in das Paradies eingelassen. Allahu Akbar. Allah, er weiß deine Taten zu schätzen. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah braucht unsere Taten alle nicht, liebe Geschwister. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهُ يُجَاهِدْ لِي نَفْسِ. Und derjenige, der sich abmüht auf seinem Weg, auf dem Weg, er müht sich nur für sich selber ab. Allah braucht deine Tat nicht. Aber Allah ist dankbar, subhanahu wa ta'ala.
weil er möchte, dass du in das Paradies gehst. Aber leider, wir wollen wohin? In das Höllenfeuer. Und trotzdem ist Allah gnädig mit uns, indem er uns wieder Leute schickt, die uns daran erinnern, dass wir am Tage der Auferstehung vor ihm, subhanahu wa ta'ala, stehen werden. Liebe Geschwister, der heutige Sahabi, über den wir berichten, wallahi, ist ein ganz besonderer Sahabi, liebe Geschwister. Er war ein außergewöhnlicher Mensch. Und egal, wie wir seine Geschichte anfangen, ob wir sie von Anfang an erzählen oder von der Mitte oder vom Ende, diese Geschichte ist ein Beweis für eine wahre Liebe zur Religion. Und dieser Sahabi hatte eine Stärke in seinem Herzen durch die Liebe zur Religion. Allahu Akbar. Man kann es nicht anders sagen, er war ein echter Held. Allah Azza wa Jal, er hat ihn zu einem Helden gemacht und nicht irgendein billiges Drehbuch. Wie viele Regisseure, die heutzutage besoffen sind, schreiben in diesem besoffenen Zustand Drehbücher. Und so vermittelt er uns Helden. Möge Allah uns bewahren. Allah hat ihn zu einem Helden gemacht. Und es ist Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu wa ardah. Und ich verspreche euch, ihr werdet, wenn ihr die Geschichte von diesem gewaltigen Sahabi hört, ab jetzt euch noch mehr anstrengen, gute Taten für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Möge Allah azza wa jal uns gut machen. Liebe Geschwister, wenn wir seine Geschichte hören, dann werden wir merken bei Allah, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dass wir einen schwachen Glauben haben. Oh ja, wie schwach ist unser Glaube im Vergleich zum Glauben von Khubayb, radiyallahu anhu arda. Allah azza wa jal, er hat Männer hervorgebracht, richtige Männer, die ein Beispiel für die Gläubigen gewesen sind. Und Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu, er hat diese Welt verkauft für eine nächste bessere Welt. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Wollt ihr, bevorzugt ihr etwa dieses Leben hier? Ein Leben, wo es Krieg gibt, wo es Unrecht gibt, wo es Mord gibt, wo es Totschlag gibt, wo es Feindschaft und Hass gibt, bevorzugt ihr dieses Leben, während das andere nächste Leben im Jenseits, wo es nur Frieden geben wird, besser und beständiger ist. Egal, was du hier aufbaust in diesem Leben, wallahi, es wird zugrunde gehen. Kullu man alayha fan. Alles in dieser Welt wird zugrunde gehen. Aber was bleibt? Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Es bleibt nur das Angesicht von deinem Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala. Sein Name, liebe Geschwister, ist Khubayb ibn Adi. Und merke dir diesen Namen sehr, sehr gut. Er gehörte, radiyallahu an, zu den Ansar. Das war ein Stamm von den damaligen Stämmen. Und er war unter denjenigen, die als Erste den Islam angenommen haben, liebe Geschwister. Und bitte versteht das. Wenn wir sagen, er gehörte zu denjenigen, die als Erste den Islam angenommen haben, sie sind maßgeblich daran beteiligt, an den Lohn derjenigen, die ihnen gefolgt sind. Stell dir vor, du bist einer, der als Erster gläubig wird in einem Bezirk, wo nicht viele Leute gläubig sind. Alle, die danach wegen dir, Schwester, den Hijab oder den Niqab, den Gesichtsschleier tragen werden, weil du es ihnen vorgelebt hast, all das wird in deinem Lohnbuch stehen. Oder du, lieber Bruder. Sie sehen, dass du einen guten Charakter hast, dass du die Leute zum Guten rufst. Sie nehmen dich als Beispiel. Wallahi, sei dir sicher, all das ist in deinem Lohnbuch. Stellt euch vor, du erinnerst die Menschen an die Gesetze Allahs und plötzlich denkt der eine oder andere nach. Er sagt, was habe ich vorher für ein Leben gelebt? Den ganzen Tag war ich nur arbeiten. Und wenn ich von der Arbeit kam, saß ich wie ein Verrückter vor dem Fernseher. Oder ich habe die ganze Zeit Videospiele gespielt. Er merkt gar nicht mal, dass er sein Leben einfach so dahin lebt,
wie jemand, der keinen Verstand hat, liebe Geschwister. Warum? Weil er abgelenkt ist. Er ist abgelenkt vom Wesentlichen. Allah Azza wa Jal, er durch seine Barmherzigkeit erinnert uns. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Glaubt ihr etwa? Eine Frage von Allah. Er will aber keine Antwort von dir. Glaubt ihr etwa, dass wir euch zu einem sinnlosen Spiel erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehrt? Gepriesen ist Allah, dass er uns aus reinem Spaß erschafft. Nein. Was für eine schlechte Vorstellung du von deinem Herrn hast. Allah hat dich erschaffen. Fragen wir ihn, warum? Er sagt uns, subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah will, dass du ihm dienst, und deswegen hat er dich erschaffen. Eine schlechte Nachricht jetzt für dich. Aus keinem anderen Grund hat er dich erschaffen. Außer, dass du ihm dienen sollst. Aber bei Allah, wenn du ihm dienst, so wird Allah Azza wa Jal dir Glückseligkeit in deinem Herzen verleihen. Eine Gabe, die vielen Menschen fehlt. Schaut mal, wie viele Leute Geld haben, Besitz haben, hübsche Frauen haben, Anwesen haben, Schlösser haben. Aber trotzdem sehen wir, dass sie sich vor die U-Bahn schmeißen. Und die ganz harten vor der S-Bahn. Es kommt drauf an. Schaut mal, subhanallah. Was haben diese Menschen letztendlich von ihrem Leben gehabt? Nichts. Aber äußerlich waren sie glücklich. Aber es gibt eine äußere Zufriedenheit, die leben viele Menschen und am besten die Schauspieler. Deswegen heißen sie Schauspieler. Sie tun so, als ob sie glückselig sind. Aber wenn sie in ihrem Hotelzimmer sind, dann rufen sie ihren Psychoknacker. Ist das nicht so, liebe Geschwister? Wallahi, haben sie nicht alle einen Psychoknacker? Psychoknacker heißt, das ist jetzt Slang, wir meinen damit einen Psychologen, der selber einen Klacks hat. Meistens hat der selbst einen an der Waffe. Möge Allah uns bewahren. Leute, die keine Glückseligkeit besitzen, wollen anderen Leuten die Glückseligkeit überbringen. Nein! Allah einzig und alleine, er bringt dir die Glückseligkeit in deinem Herzen. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah ruhig, wenn du Allahs gedenkst. Was ist das für ein Gefühl nach der Reue? Bitte sagt mir das. Möchte man nicht danach gleich sterben? Wenn man aufrichtig bereut hat bei Allah und man hat geweint und man hatte Demut und man hat gewusst, ja Allah, du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Ja, ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. O ihr Menschen, ihr seid die Armen gegenüber Allah. Soll Allah dich bitten oder möchtest du nicht, nachdem du die Regel verstanden hast, Allah bitten? Du machst eine Reue und du bist wahrhaftig in dieser Reue. Du weinst, du bist demütig. Und subhanallah, danach sagst du sogar, wenn der Tod jetzt zu mir kommt, bin ich zufrieden, denn ich habe abgeschlossen mit einer Reue. Du hast Hoffnung auf das Paradies. Allahu Akbar. Aber schaut mal die anderen. Gluck, gluck hier in Havanna und Bavanna und die ziehen von Disco zu anderen. Wenn du ihnen sagst, möchtest du sterben, der sagt, ja, wenn Tod kommt, kommt. So redet er mit dir. Aber zu Hause, er weiß, was er getan hat. Wallahi, er weiß das. Und wenn er ehrlich wäre, dann würde er den Tod nicht verlangen. Schaut, was Allah Azza wa Jal sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Spricht der Tod, vor dem ihr wegrennt. Schaut mal, subhanallah. Wir denken, wir können vor dem Tod wegrennen. Wenn du willst, dann geh in das höchste Gebäude. Oder in den tiefsten Keller. Malik al-Maut. Er erreicht dich, der Todesengel, wo auch immer du bist. Denn Allah schickt ihn mit einem Auftrag. Und er wird seinen Auftrag nicht um eine Millisekunde verzögern. Er nimmt deine Seele. Und die Frage ist, in welchem Zustand hat er deine Seele genommen? Während du in der Disco bist? Wallahi, ein Bruder hat mir erzählt, er war in der Disco
und er hat getrunken und er wurde abgestochen in der Disco. Und fast wäre es sein Ende gewesen. Aber Allah hat ihn nicht an diesem Ort sterben lassen. Hätte er ihn sterben lassen können an diesem Ort? Ey Wallah. Aber Allah gibt dir nochmal eine zweite Chance. Und schlimm sind diejenigen, die nochmal eine zweite Chance bekommen und dann wieder zur Disco gehen. Möge Allah uns recht leiten. A'udhu billah. Allah hat dich gerettet von der Kante des Höllenfeuers. Und du kehrst dahin freiwillig zurück. Allah, er hat dich gerettet davor, dass du nicht mehr mit deinem Freund zusammen bist. Denn Allah hat dir so etwas nicht erlaubt. Oder du mit deiner Freundin, lieber Bruder. Allah hat dich davor gerettet. Wie kannst du zu diesen Schändlichkeiten zurückkehren? Allah hat dir doch eine Chance gegeben. Warum? Weil er barmherzig ist. Du weißt doch, dass Allah barmherzig ist. Aber wenn du nicht seine Barmherzigkeit zu schätzen weißt, dann wisse, Allah ist hart im Bestrafen. Du bist der Schuldige. Du warst derjenige, der abgelehnt hat, Allahs Barmherzigkeit in Kauf zu nehmen. Subhanallah. Wie kann man das Paradies gegen die Hölle eintauschen? Wallahi, es gibt so viele Menschen, die sind bereit dazu. Warum? Weil sie haben weder die Hölle gesehen, noch haben sie das Paradies gesehen. Hätten sie die Hölle gesehen, dann wären sie die vorsichtigsten Menschen auf dieser Welt. Schaut mal, was einer, der vor dem Höllenfeuer steht, zu Allah Azza wa Jal sagt. Er sagt ihm, ja Allah, bringe uns wieder zurück zur Erde, auf dass wir Gutes tun. Ab jetzt werden wir nie wieder etwas Schlechtes machen. Ab jetzt werden wir nur noch beten und fasten und Gutes tun. Nicht ein schlechtes Wort werden wir sprechen. Aber Allah sagt nein. Vorbei. Du hattest deine Chance. Einmal in der Disco fast abgestochen. Willst du noch ein zweites Mal provozieren? Subhanallah. Khubayb ibn Adi radiallahu an, liebe Geschwister, er ging nach Medina und nahm dort den Islam an. Und seine Seele war rein und sein Glaube war fest. Als die Schlacht von Badr war und es war der erste Krieg zwischen den Muslimen und den Götzendienern, so hat sich Khubayb ibn Adi radiallahu anhu arda als ein echter Held bewiesen. Unter den Götzendienern, die er mit seinem Schwert während der Schlacht tötete, war eine Person, sein Name war Al-Harith. Merkt euch den Namen. Diese Person hat Khubayb ibn Adi radiallahu anhu arda getötet, denn er war ein Feind Allahs und ein Feind der Muslime und sie kamen, um die Muslime zu töten. Nachdem die Schlacht vorbei war, haben die Söhne von Al-Harith, von diesem Götzendiener, der durch die Gunst von Khubayb ibn Adi getötet wurde, sie haben sich gemerkt, wer der Mörder ihres Vaters war. Sie haben sich diesen Namen sehr gut gemerkt, liebe Geschwister. Die Muslime kehrten nach der Schlacht in Badr, die sie gewonnen haben. Denn Allah lässt gewinnen, wem auch immer er will, liebe Geschwister. Sie kehrten nach Al-Madina zurück und haben dort praktisch ein neues Leben angefangen. Denn ihr wisst, in Mekka, sie wurden getötet, gefoltert und gequält, liebe Geschwister. Sie wollten einfach nur ihren Glauben ausleben. Sie wollten weder Schlösser, noch Paläste, noch Aktien. Wallahi, sie wollten nur, dass man sie ihre Religion praktizieren lässt. Dass sie einfach nur ihren Herrn Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, der ihnen alles im Leben gegeben hat. Sie wurden unterdrückt in Mekka, also gingen sie nach Medina. Und Khubayb, er war ein frommer Diener, lieber Geschwister. Er hat nachts viel gebetet und er hat am Tage viel gefastet und er lobpreiste ständig Allah subhanahu wa ta'ala. Und eines Tages wollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Geheimnisse von den Qurayshiten erfahren, denn es ging darum, dass sich eine Schlacht anbahnte zwischen ihnen, wieder zwischen den Kuffar und den Muslimen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er suchte 10 der Sahaba aus, unter anderem Khubayb war dabei und er ernannte unter diesen 10 Sahaba, unter dieser Gruppe, die er sallallahu alaihi wasallam ausgesucht hat, er ernannte Asim ibn Thabit als Anführer.
Und die Gläubigen machten sich dann auf einen Weg zu einem sehr gefährlichen Auftrag. Und jeder wusste eigentlich, von diesem Weg kehrst du nicht mehr zurück. Entweder die Shahada oder An-Nasr. Entweder fällst du im Krieg für Allah oder du wirst den Sieg erringen. Beides ist ein Gewinn, liebe Geschwister. Subhanallah. Sie kehrten zu diesem Platz, um zu sehen, was die Kuffar vorbereitet haben. Und Asim, der Führer, er hat gemerkt, dass er beobachtet wird. Er und seine Leute. Und deswegen haben sie dann einen Berg bestiegen, damit sie die Leute ablenken von dem Weg. Und 100 der besten Speermänner waren von den Götzendienern unterwegs. Und als sie sie gesehen haben, haben diese Speermänner sie alle umzingelt. Liebe Geschwister, sie haben ihnen gesagt, kommt runter, wir werden euch nicht töten. Wir versprechen es euch. Ein Versprechen von wem? Von den? Von den Kuffern. Die 10 von den Muslimen, sie drehten sich um zu ihrem Anführer, zu Asim ibn Thabit radiallahu an, und sie warteten auf seinen Befehl, Gehorsam. Er war der Amir und sie mussten ihm gehorchen, liebe Geschwister. Dann sagte er zu ihnen, was mich betrifft, was meine Person angeht, bei Allah, ich werde mich niemals auf den Schutz der Götzendiener einlassen. Ich mache das nicht. Ich akzeptiere nicht, dass diese Leute, ich werde ihnen nicht vertrauen, dass sie mich schützen. Er hat ihnen nicht vertraut. Und er sagte, möge Allah unseren Propheten über uns informieren. Er hat schon gesehen, er wird was? Sterben. Und die Speermänner begannen dann, ihre Speere auf sie zu werfen. Lügner oder nicht? Lügner, liebe Geschwister. Ihr Anführer Asim wurde verwundet und starb, Alhamdulillah Rabbil Alamin, als Märtyrer. Wallahi, liebe Geschwister, wer sagt uns, wie wir sterben werden? Ich habe letztens im YouTube ein Bild gesehen von einem Wal-Iyadu Billah. Wenn ich euch sage, seine Wohnung sah aus wie die BSR, dann würde ich damit noch untertreiben. Der war in einer total widerlichen Wohnung drinne und nackt auf seinem Bauch, so ist er gestorben, während die Heroinspritze neben ihm lag. Ein gutes oder ein schlechtes Ende. Wir Muslime wissen, dass dieses kein gutes Ende war, liebe Geschwister. Subhanallah, Asim wurde verwundet und er starb anschließend als Märtyrer und die anderen 6, die mit ihm waren, ebenfalls, liebe Geschwister. Dann haben die Kuffar gesehen, 3 sind übrig geblieben, Khubayb und 2 andere. Und sie haben sie dann wieder heruntergerufen und versprochen, ein zweites Mal, wenn sie runterkommen, dann werden sie in Sicherheit sein. Einer von ihnen, nicht Khubayb, ein anderer, er sagte, ich werde dort sterben, wo auch die anderen gestorben sind. Und so ist er an dieser Stelle gestorben, denn er hat nicht auf sie gehört. Und Khubayb und sein anderer Freund Zaid, sie wurden festgenommen von den Kuffar, liebe Geschwister. Die Kuffar haben sie sehr, sehr fest angebunden. Und subhanallah, die Gelehrten sagen, wenn man in einem Krieg ist und du siehst, dein Feind ist stärker als du und du übergibst dich selber, du lieferst dich selber aus dem Feind oder du kämpfst bis zum Tod, beides ist erlaubt. Beides. Beides ist erlaubt, liebe Geschwister. Khubayb und Zaid, die einzig beiden, die übrig geblieben sind, sie haben versucht, sich loszubinden, aber sie haben sie sehr, sehr fest angebunden. Und die verräterischen Speermänner, sie nahmen dann Khubayb und seinen Freund mit nach Mekka. Warum? Um sie dort zu verkaufen, liebe Geschwister. An wen? An die Götzendiener. Und als der Name Khubayb gefallen ist, an diesem Ort, wo sie verkauft werden sollten, so waren da die Söhne von, wem haben wir gesagt? Al-Harith. Al-Harith. Und sie haben sich sehr gut an diesen Namen erinnert und haben jetzt ihre Chance entdeckt, dass sie sich an den Mörder ihres Vaters rächen konnten. Und sie haben sich beeilt, ihn zu kaufen, liebe Geschwister. Sie haben sich beeilt, ihn zu kaufen, weil die meisten der Bewohner von Mekka, die ihre Väter und Führer in der Schlacht von Badr verloren hatten, sie haben miteinander gerungen, dass sie nur einen zu fassen bekommen, an den sie sich rächen konnten. Die Rache war nicht nur an Khubayb, sondern an alle, hä? Muslime. Auf diese Art wollten sie sich rächen, liebe Geschwister. Subhanallah. Einige andere Leute nahmen dann Khubaybs Gefährten seid fest. Und sie haben ihn schwer gefoltert. Khubayb, radiallahu anhu, er legte sein Leben in das Schicksal von
den Händen Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, eingesperrt musste er nur darauf, nun darauf warten, dass sie ihn töten werden. Sie haben ihn eingesperrt. Und eines Tages kam eine der Töchter von Al-Harith. Sie sah Khubayb radiyallahu anhu wa arda. Sie ging schnell raus und rufte die Leute herbei, um etwas Unglaubliches ihnen zu zeigen. Sie sagte, ma ra'aytu asiran qat khayran min Khubayb. Wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu min qitfi 'inab fi yadihi wa innahu lamuthaq fi al-hadid wa ma bi Makkah min thamar wa kanat taqul innahu la rizqun min Allahi razaqahu Khubayba. Allahu akbar, liebe Geschwister. Wallahi, wenn wir dieses nur verstehen. Sie sagte bei Allah. Sie hat ihn gesehen. Khubayb. Bei Allah. Ich sah ihn einen Bund von Trauben in der Hand halten, die er gegessen hat. Dieses, während er mit Eisenketten gefesselt war. Und das in einer Zeit, wo es keine Früchte in Mekka gibt. Allahu Akbar. Wer hat ihn versorgt außer Allah? In einer Zeit, wo es keine Früchte in Mekka gab, hat Allah Azza wa Jal ihm etwas zu essen gegeben. Warum? Weil Allah Azza wa Jal uns im Koran sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und wer Allah fürchtet, dem schafft Allah eine Lösung und er versorgt ihn, von womit er nicht rechnet. Schaut mal, was die Tochter von Al-Harith selber sagte. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, außer als Versorgung von Allah. Selbst die Kafira. Und heutzutage haben wir Muslime, die sagen, ich habe mich selber versorgt. A'udhu billah. Er weiß nicht, dass der Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wollen diese Muslime, dass wir ihnen sagen, die Götzendiener damals haben besser über Allah gedacht als ihr? Möchten sie dieses? In der Tat, es war eine Versorgung, die Allah Azza wa Jal seinem gläubigen Diener gab, wie das auch vorher für Maryam gewesen ist, liebe Geschwister. Maryam, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran sagte, ihr wisst, Maryam war die Mutter von Isa, von Jesus. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht mit den Worten von Zakaria, als er zu Maryam in das Schloss bzw. in das Zimmer hereinkam. Er sagt, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Subhanallah. Jedes Mal, als Zakaria zu Maryam hereinkam, in den Tempel, da war ein Mihrab. Er sagte, und er wusste, niemand hat ihr zu essen gebracht. Er sagte zu ihr, als er dieses Essen vor ihr fand, woher kommt dieses Essen? Sie sagte, weil sie eine Gläubige ist, es ist von Allah. Siehe, Allah versorgt, wen er will, ohne zu rechnen. Allahu Akbar. Und nicht nur das, schaut mal, was die Gelehrten sagen. Sie sagen, فَيَجِدْ عِنْدَهَا فَاكِهَا الصَّيْفِ فِي الشِّتَى وَفَاكِهَا الشِّتَى فِي الصَّيْفِ. Er fand bei ihr, bei Maryam radiallahu anha, Obstfrüchte im Sommer vor, die aber Winterfrüchte waren. Und er fand im Winter Obststücke vor, die von Sommerfrüchten waren. Genau das Gegenteil. Wer versorgt? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, liebe Geschwister, warum sorgen wir uns um unser Rizq? Schaut mal, mit den meisten Muslimen, wenn man sie fragt, warum betest du Allah subhanahu wa ta'ala nicht an? So sagt er dir als Antwort, ich muss arbeiten. Wer soll mich versorgen? Nein, Allah versorgt dich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah ist der Razzaq. Allah ist der Versorger. Du hast nur eine Aufgabe. Kümmere dich darum, dass du Allah auf beste Art und Weise anbetest. Allah versorgt dich. Glaubst du ihm nicht? Allah selbst schwört darauf. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ. Bei deinem Herrn, der Welten,
bei dem Herrn der Welten, es ist die Wahrheit, wie genauso wie ihr spricht. Ist es selbstverständlich für dich, dass du sprechen kannst? So selbstverständlich ist es auch, dass Allah dich versorgt. Und mach dir keine Sorgen. Sheikh Muhammad Hassan Hafidullah erzählt die Geschichte, liebe Geschwister, von einer Person. Er war in Ägypten und er war sehr, sehr krank gewesen. Und er hatte nicht das Geld, um einen Krankenhausaufenthalt zu bezahlen. Und eines Tages, als es ihm wirklich sehr, sehr schlecht ging, klingelte jemand an seiner Tür. Er machte die Tür auf und es war ein Arzt. Dieser Arzt kam herein und behandelte ihn. Dann sagte dieser junge Mann, er sagte, ich habe dich nicht bestellt. Ich weiß von niemandem, dass er dich hierher zu mir bestellt hat. So sagte der Arzt, aber ich bin hierher gerufen worden. Allah, er hat ihn zu einer falschen Adresse geschickt, damit er ihn behandelt. Und nicht nur das, er hat ihm Medikamente sogar dagelassen. Wer versorgt, liebe Geschwister? Schaut mal, subhanallah, diese Person hatte kein Geld. Er hat nicht mal einen Arzt gerufen, aber Allah hat jemanden zu ihm gebracht. Ist Allah nicht dazu in der Lage? Und viele von uns machen sich Sorgen um ihre Versorgung, wo Allah geschworen hat, als ein Wüstenaraber diesen Schwur gehört hat von Allah. So sagte er, wer ist derjenige, der den Edelmütigen zum Schwören gebracht hat, sodass er zornig geworden ist? Die Araber haben damals verstanden, was ein Schwur bedeutet. Allah, er hätte uns nur sagen müssen, uns Gläubigen, liebe Geschwister, das ist eure Versorgung, ihr kriegt sie von mir. Wir hätten die Pflicht, daran zu glauben. Wir hätten die Pflicht, daran zu glauben. Aber Allah, er hat uns nicht nur gesagt, hier, das ist eure Versorgung, sondern Allah schwört, dass er uns die Versorgung geben will. Und das Schlimme ist, manche glauben es trotzdem. Allahu Akbar. Wallahi, das ist eine Schandtat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister. Allah gibt dir deine Versorgung. Du musst dich nur darum kümmern, dass du Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetest. Nicht nach deinem Kopf, sondern so, wie es der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam es dir beigebracht hat. Die Götzendiener brachten ihm die Neuigkeiten über den Tod von seinem Gefährten Said, liebe Geschwister. Subhanallah. Und sie hofften damit, Khubayb zu verunsichern. Warum? Weil sie ihm diese Nachricht überbracht haben. Aber sie wussten nicht, dass Allah Azza wa Jal diesem großartigen Sahabi Sakina, Ruhe in seinem Herz gelegt hat. Sie fingen dann an, mit Khubayb über seinen Glauben zu verhandeln. Und sie versprachen ihm, sein Leben zu retten, wenn er Kufr macht, wenn er ungläubig wird. Subhanallah, so waren sie immer gewesen. Allah beschreibt sie uns. Sie möchten, dass ihr Kufr macht. Warum? Damit wir Kuffar sind und sie Kuffar sind. Es reicht ihnen, dass wir alle schlecht sind. Sie wollen nicht besser sein, liebe Geschwister. Wenn wir alle schlecht sind, so ist das für die Kuffar ausreichend, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt. Aber wir wollen kein Kuffar sein. Wir wollen Muslime sein. Walhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil islam. Khubayb radiallahu an, er hörte nicht auf sie, liebe Geschwister. Und als sie merkten, dass sie den Helden nicht zum Kufr bringen konnten, so haben sie ihn an einen anderen Ort gebracht, wo er jetzt getötet werden sollte. Subhanallah. Nur weil er sagt, mein Herr ist Allah, das ist das Verbrechen, was man heutzutage hat. Du sagst, mein Herr ist Shaitan, dann bist du der Präsident. Nicht ein normaler Bürger, der Präsident. Aber wenn du sagst, mein Herr ist Allah, dann musst du getötet werden. Sie brachten Khubayb radiallahu an einem anderen Ort. Khubayb wusste, seine Minuten sind jetzt gezählt. Dann hat er um Erlaubnis gebeten, dass er 2 Raka'a beten darf. Sie haben es ihm erlaubt, die Götzendiener, mit der Hoffnung, dass er was danach wird? Hä? Kafir. Dass er zum Unglauben geht, liebe Geschwister. Subhanallah. Aber Khubayb hatte alles andere vor, als mit den Worten des Kufr zu sterben. Hier sehen wir, dass Allah Azza wa Jal uns in unserem Glauben prüft, liebe Geschwister. Weil manche Leute denken, der Weg zum Paradies sind 3-4 Schritte, ich laufe sie und dann bin ich im Paradies. Bei Allah, du wirst geprüft werden. Und vernimm diese Nachricht, dass du dich schon mal vorbereitest, mit das, was du am meisten liebst.
Allah wird dich damit prüfen. Denn Allah möchte sehen, ob du ihn liebst oder dein Gelüst liebst. Eine harte Prüfung. Aber du kannst sie bestehen, wenn du tief im Herzen die Wahrheit verankert hast. Du möchtest niemand anderen dienen, außer Allah. Und dir wäre egal, was du in dieser Welt verlierst. Hauptsache nicht deinen Glauben. Imam Ahmad, rahimullah ta'ala, als er die Wahrheit oben gehalten hat, liebe Geschwister, da haben sie ihn gedroht zu töten. Und sie haben ihn eingesperrt im Gefängnis. Es hieß, 4 Jahre lang war er im Gefängnis eingesperrt. Danach kamen sie und haben Imam Ahmad rahimullah ta'ala gefoltert und gefoltert. 40, 50, 60, 80 Peitschenhiebe. Als er gefragt wurde darüber, ob es schmerzhaft war, und im Übrigen, nach den Peitschenhieben hat er ganz normal sein Pflichtgebet gebetet. Allahu Akbar. Als er gefragt wurde nach diesen Peitschenhieben, lieben Geschwister, er sagte, Wallahi, es wäre mir lieber, dass mein Körper stirbt, als mein Iman. Es wäre mir lieber, dass mein Körper stirbt, als mein Iman. Khubayb, radiallahu anhu, er hat mit Demut gebetet, liebe Geschwister, diese 2 Rak'a. Und als er gebetet hat, hat er die Süße des Glaubens geschmeckt, so dass er sich wünschte, ununterbrochen zu beten. Aber er drehte sich dann zu den Mördern um und er sagte zu ihnen, Laula antadhumnu anni jazi'un min al-maut latawwaltuha. Bei Allah, wenn es nicht wegen eurem Denken wäre, dass ich vor dem Tod Angst habe, würde ich mit dem Beten weitermachen. Subhanallah. Und er sagte, Allahumma inni la ajidu rasulan ila rasulik faballighu anni salam. O Allah, ich habe niemanden gefunden, der deinen Gesandten von mir grüßt. So grüße ihn. So grüße ihn von mir. Er wollte jemanden finden, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er ihnen sagt, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat den Auftrag erfüllt. Den Auftrag, den Allah subhanahu wa ta'ala. Den Auftrag, den Allah subhanahu, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gegeben hat. Er wollte ihm sagen, ja Rasulallah, wir waren dir gegenüber nicht ungehorsam. Bist du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber ungehorsam? Immer noch. Schau, wie dieser großartige Diener war. In seinem Zeitpunkt, zu seiner Zeit, als er wusste, der Tod naht jetzt an ihm heran. Er hat gesagt, wie schön wäre es, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt wüsste, dass ich seinen Auftrag erfüllt habe. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Jibril alaihi salam dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und ihm benachrichtigt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt diese Information hat, Khubayb hat ihm den Gruß gestellt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa alayka salam ya Khubayb, qatalahu al-Quraysh. Er sagte, und auch ein Gruß an dich, O Khubayb, die Quraysh haben ihn getötet. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, liebe Geschwister, Khubayb, radiallahu an, als er gemerkt hat, der Tod naht, so hat er ein Dua gemacht, das wir heutzutage nicht vergessen sollten. Und wir sollten es immer wieder sprechen gegen die Kuffar, die Muslime töten werden, die Muslime töten wollen. Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tubqi minhum ahada. O Allah, nimm jeden einzelnen von ihnen und vernichte sie dann allein. Vernichte sie dann alle. Dann sah er Khubayb radiallahu anhu absichtlich in die Gesichter der Kuffar
und fing an, die Ruhe auszustrahlen, meine Geschwister. Subhanallah. In einem Moment, wo er wusste, der Tod kam gleich. Der Tod kommt gleich. Die Götzendiener, sie haben sich versammelt mit Freude an seinen Leiden. Sie haben es geliebt, ihn mit diesen Schmerzen zu sehen. Dann haben sie alle ihre Speere vorbereitet. Und als sie alle, wal'iyadu billah, diese Absicht vollzogen haben, so näherten sie sich ihm und sie haben ihn mit ihren Schwertern gestoßen und mit Schwertern in Stücke zerrissen. Könnt ihr euch vorstellen, welche Schmerzen dieser Gläubige erleiden musste? Während er noch lebte, wurden Fleischstücke von seinem Körper herausgeschnitten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bist du nur einmal kurz mit dem Messer gegen deine Haut gekommen? Unabsichtlich, wie stark du danach geschrien hast. Aber sie haben nicht nur kleine Messer in seinem Körper reingerammt, ganze Speere und Schwerter, liebe Geschwister, weil sie, wal'iyadu billah, Kuffar sind. Könnt ihr euch vorstellen, welche Schmerzen das waren? Aber Khubayb, radiyallahu anhu wa arda, er hat das alles geduldig ertragen für seinen Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut mal, wir wollen heute nichts für unser Rabb ertragen. Gar nichts mehr. Oh, der schaut mich an, weil ich ein Bart habe. Das ist mir alles zu viel hier in diesem Land. Und dann gibt er die Hoffnung auf. Dann gibt er die Hoffnung auf und er rasiert sein Bart und er geht nach Hause zurück und sagt, wenn sich die Lage der Muslime bessert, dann werde ich unter denen sein, die erfolgreich sind. A'udhu billah. Umar ibn Abdul Aziz, radiyallahu anhu wa rahimullah ta'ala, er sagte, beneide niemals eine Person, der nicht für die Sache Allahs gelitten hat. Beneide ihn nicht. Wenn du siehst, dass eine Person gelitten hat für die Sache Allahs, er saß im Gefängnis, er wurde getötet, er wurde hart geprüft, dann kannst du diese Person beneiden. Vorher brauchst du ihn gar nicht zu beneiden, denn dein wahrhaftiger Glaube kommt wann heraus? Nach einer Prüfung, liebe Geschwister. Vor der Prüfung kannst du uns erzählen, was du willst. Und die Menschen erzählen, was sie wollen. Aber wir haben gesehen, dass manche Leute, nachdem eine Razzia bei ihnen zu Hause war, ja und? Dann kommen halt die Kuffar zu dir nach Hause, sollen sie mitnehmen, was sie wollen. Aber das Wichtigste, was sie nehmen wollen, ist in deinem Herzen tief vergraben. Sie werden es niemals nehmen können, deinen Glauben. Es sei denn, sie reißen dir das Herz aus der Brust heraus. Aber Allah bestimmt, ob sie das tun können oder nicht. Alhamdulillah. Was tust du für deine Religion, lieber Bruder und liebe Schwester? Was bist du bereit, für deine Religion in Kauf zu nehmen? Allah Azza wa Jal sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Und es gibt welche unter den Menschen, sie dienen Allah nur am Rande. Wisst ihr, was das heißt am Rande? Solange alles gut läuft, bin ich der beste Muslim. Ja, rahmatullah. Solange alles gut läuft mit der Religion, solange ich nicht geprüft werde, bin ich der beste Muslim. Aber wenn ich geprüft werde, dann kehre ich wieder zum Unglauben zurück. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Person, خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Er verliert die Dunya und die Akhira, das Diesseits und Jenseits. Das ist wahrhaftig der, wal'iyadu billah, der größte Niedergang. Das ist der größte Verlust, liebe Geschwister. Und wallahi, wir haben solche Leute. Es gab einen damals, bevor das Ereignis mit dem 11. September war, natürlich waren das die Muslime. Ja? Schweinegrippe waren auch die Muslime. Ja? Waren alles die Muslime. Alles waren die Muslime. Vielleicht auch diese Nazi-Verbrechen in Zwickauer Terrorzelle waren auch vielleicht die Muslime, aber als Nazis verkleidet. Haben sie schnell mal ihre Bärte abrasiert. Wer will uns denn betrügen, liebe Geschwister? Wir wissen, wer die Feinde sind und wir wissen, dass die Feinde bereit sind, alles zu tun, nur um den Islam schlecht dastehen zu lassen. Und das ist nicht seit heute oder seit gestern, das war schon immer so im Laufe der Geschichte. Einer, der vor diesem Ereignis, der ging herum unter seinen Brüdern und er sagte zu dem Bruder, Taqillah, lass dir ein Bart wachsen, fürchte Allah. Zu einem, zu zwei, zu drei, zu hundert. Dann kam das Ereignis mit dem 11. September. Und ihr wisst,
Seitdem werden die Muslime ganz scharf beobachtet. Als dieses Ereignis war, war er der Erste, der sich sein Bart abrasiert hat. Dann gingen die Leute zu ihm und sie haben gesagt, Achi, was ist los? Was ist los? Du hast uns ermahnt. Er sagt, naja, die Zeiten haben sich geändert. Mashallah. Mashallah. Hat sich auch die Religion geändert? Hat sich auch die Religion geändert? Oder du hast dich geändert? Wal-iyadu billah. Möge Allah uns standfest machen. Liebe Geschwister, als Khubayb kurz vorm Tod war, kam einer von den Führern der Quraysh und er sagte zu Khubayb radiallahu an, wäre es dir lieber, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt an deiner Stelle wäre und du stattdessen zu Hause zufrieden und gesund bei deinen Verwandten bist? Schaut mal, dieser Verbrecher, was er ihm für eine Frage stellt. Aber er hat vergessen, mit wem er redet. Khubayb radiallahu an, er antwortete ihm so, dass diese Worte niemals vergessen werden, liebe Geschwister. Er sagte, bei Allah, ich würde nicht lieber bei meiner Familie sein und diese Welt genießen, während dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur ein Dorn sticht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ich würde nicht lieber bei meiner Familie zufrieden zu Hause sein, während dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur ein Dorn sticht. Allahu Akbar. Wisst ihr, was an diesem Tag Abu Sufyan gesagt hat, der zu dem Zeitpunkt noch ein Kafir war? Er ist später dann zum Islam gekommen. Er sagte Abu Sufyan, Wallahi, ma ra'aytu ahadan, yuhibbu ahadan, kama ra'aytu ashaba Muhammad, yuhibbuna Muhammad. Bei Allah, ich habe noch nie irgendjemanden gesehen, der einen anderen so liebt, wie die Gefährten Muhammads Muhammad lieben. Ich kenne, damit wollte uns Abu Sufyan sagen, ich kenne nicht mal Diener von einem König, die ihm so lieben, wie diese Gefährten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben. Ich habe eine Frage an euch, liebe Geschwister. Was konnte Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Gefährten bieten? Geld? Frauen? Dunya? Nein. Er hatte selber nichts gehabt. Sein Zimmer war so klein, dass er Aishas Beine nach hinten bringen musste, damit er den Sujud vollziehen konnte. So klein, 2 Meter. Allahu Akbar. Ungefähr. Schaut mal nur, wie die Sache beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Aber warum haben sie ihn so unendlich geliebt? Weil er ihre Herzen mit der Erlaubnis Allahs geöffnet hat, jetzt zur völligen Glückseligkeit zu kommen, dem Islam. Dankt Allah, dass ihr Muslime seid, liebe Geschwister. Wallahi, dankt ihm. Und ihr könnt ihn, und wir können ihn nicht oft genug danken. Aber ich bin mir sicher, wie oft vergessen wir die Dankbarkeit. Das sehen wir doch an unseren Taten. Einer ist in der Schule, er weiß, er muss beten, aber da sind viele, die würden mich dann sehen. Ich bete dann später alle Gebete zu Hause nach. Du hast kein Gebet vor Allah. Du hast kein Gebet vor Allah gemacht. Alle Gebete, die du absichtlich verzögert hast, diese Gebete brauchst du nicht mehr nachzuholen. Sie sind weg, weg, weg. Du hast sie verpasst. Und manche Gelehrte sagen, wer ein Gebet absichtlich verpasst, dem hat Allah seinen Schutz entzogen. Ein Gebet! Wie ist das mit 2 oder 3 am Tag? Wer soll dich schützen, wenn Allah dich nicht schützt? Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina war, liebe Geschwister, das war ganz neu gewesen. Subhanallah, die Kuffar waren immer noch hinter ihm her. So haben sie ihm aufgelauert und sie wollten ihn töten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat die erste Nacht verbracht in Medina. Aisha radiallahu anha war mit ihm gewesen. Und so sagte er zu Aisha radiallahu anha, wäre doch nur unten einer von meinen Liebsten, der jetzt auf mich aufpasst. Dann kam Sa'd ibn Abi Waqqas, als hätte er diese Wörter gehört.
Also das heißt, Sa'd ibn Abi Waqqas war einer seiner, was? Liebsten. Allahu Akbar. Er stand davor, unten dann vor seinem Haus, er klopfte beim Propheten Muhammad s.a.w. an. Dieser macht auf und sagte ihm, woher weißt du, dass ich mir jemanden gewünscht habe, der hier ist? Er sagte, ich bin hergekommen, um dich zu schützen. Dann stand er Wache vor dem Haus vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala die Aya, Wallahu ya'simuk minan nas. Allah wird dich beschützen vor den Menschen. So sagte er, als er rausging zu Sa'd ibn Abi Waqqas, du kannst jetzt gehen, Allah hat den Schutz für mich übernommen. Geh! Geh! Allah, er ist mein Beschützer. Verstehen wir das, liebe Geschwister? Wallahi, verstehen wir das? Wenn Allah dich schützt, dann hast du wahren Schutz. Manche Leute, wenn ein Bodybuilder neben ihnen herläuft, ein Bodyguard, dann sagen sie, jeder kann jetzt kommen und mich anmachen. Und die spucken die Leute absichtlich an, um sie zu provozieren, weil der Bodyguard ist da. Nur weil er etwas breit ist, fühlen sie sich sicher. Aber wie ist das, die Sicherheit von Allah genießen zu können? Allahu Akbar. Das ist die wahre Sicherheit, liebe Geschwister. Die Wörter von Khubayb waren so schwer für die Götzendiener, dass sie danach noch mehr mit ihm machten, liebe Geschwister. Und schließlich, a'udhu billah, schließlich haben sie Khubayb am Kreuz genagelt und ihn hochgehoben. Schaut mal, a'udhu billah. Und während der Prophet Muhammad s.a.w. in Medina war, liebe Geschwister, so wurde er von einem starken Gefühl gerührt, weil seine Gefährten eine harte Prüfung durchgemacht haben und er konnte fast den gekreuzigten Körper von einem der beiden sehen. Sofort sandte der Prophet Muhammad s.a.w. Sahaba zu diesem Ort und Allah azza wa jal, er führte sie zu dem gewünschten Ziel. Sie holten den Körper von Khubayb radiyallahu anhu arda herunter und legten ihn auf eine saubere Stelle. Und das ist die Geschichte von diesem großartigen Sahabi. Radiyallahu anhu wa arda. Ich möchte nur, dass du dir eine Frage stellst, lieber Bruder und liebe Schwester, bevor wir diesen Unterricht abschließen. Ist dein Glaube, ich will dich nicht fragen, wie der Glaube von Khubayb. Kein Glaube von uns ist wie der Glaube von Khubayb. Aber hast du gemerkt, dass es Leute gibt, die Allah wirklich lieben? Hast du das gemerkt? Frage dich jetzt nochmal, ob deine Liebe zu Allah wahrhaftig ist. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.